Mach mal sauber hier ein bisschen auf der Bühne, nicht, dass die nächsten Leute hier ausrutschen. Wunderbar. Liebe Hovianer, wir haben heute einen wunderbaren Gast hier von der Tanzschule Swing. Einmal kräftigen Applaus. Trau dich. Tanzen die, dann sollten wir, also wenn er tanzt, dann sollten wir trocken machen. Nein, komm doch mal auf unsere Couch. Komm, drück mich. Ich bin hier. Drück mich. Oh Gott. Was? Ich bin der Liebe. So, wir setzen das ich auch. So, schön, dass du es zu uns gefunden hast, zu einem heute so wunderbaren Tag. Nun kommen wir zu den Hauptthemen. Wer bist du, was machst du, was möchtest du? Nein, also dein Name und Tanzschule Swing, erzähl doch mal ein bisschen was. Ich habe gehört, vor 26 Jahren seid ihr, oder hast du? Oh, Entschuldigung, na, du kannst ein bisschen ins Detail gehen, verdammt. Ins Detail muss ich nicht gehen. Also ich bin der Thomas Lang und ja, wir haben seit bald 27 Jahren die Tanzschule Swing in Hof. Richtig? 1990 haben wir begonnen hier in Hof. Aber da war schon nicht mal geboren. Da war, hallo, Vorsicht, gell? Ey, wirklich, ich bin 91 geboren. Du bist 91 geboren? Ich bin fucking 25. Okay, weil ich geboren bin, das ist jetzt egal. Ich würde sagen, du bist jetzt höchstens Anfang 30. Anfang 30? Du warst sehr jung, nicht wahr? Oh, ich war 4. Genau. Und erzähl mal, warum bist du hier? Was möchtest du den wunderbaren Hovianern hier mitteilen? Mann, ich fühle mich seit 27 Jahren super wohl. Ich habe schon Bier, trotzdem vielen Dank, dass ihr euch so kümmert. Danke. Nein, ja, Prost. Immer dieses gefickte Publikum. Also ich komme ja aus Forchheim. Weißt du, wo Forchheim ist? Ich sag nicht nein, du weißt es nicht. Das liegt in Deutschland. Oh Gott. Wo ist Forchheim? Weil ich habe eine Geografie eine 4 gehabt. Das glaube ich auch. Das ist nicht weit. Forchheim ist zwischen Bamberg und Erlangen. Ja, eine kleine Stadt. Egal. Jedenfalls fühle ich mich in Hof sehr, sehr wohl seit 27 Jahren. Es war damals ein ganz kurzfristiger Entschluss, nach Hof zu ziehen. Eine gute Entscheidung und ja, ich mag die Hofer. Ist so. Ich mag auch die Hofer. Du magst auch die Hofer? Wir lieben Hof, deswegen sind wir ja hier. Ja, richtig. Und erzähl mal, was für direkten Tanz machst du denn in der Schule? Also was wir alles machen? Genau. Ja, also einmal das ganz normale Standard-Dateiprogramm, also diese ganz normalen Gesellschaftstänze, Hip-Hop. Bitte nicht über meinen Kopf ausschütten hier, ja? Achso, du willst es weggeben. Oh okay. Gott. Nein, wir tanzen heute nicht. Nein, wir tanzen nicht. Nein. Nein, wir tanzen. Was? Hallo? Ja, dann so. Hip-Hop, wie gesagt, Hip-Hop, dann so Street-Dance, Salsa. Ja. Und machst du das jetzt allein oder bist du noch nein, mit jemandem? Nein, nein, nein. Wir haben insgesamt ungefähr 10 Tanzlehrer. Wir haben ja auch noch eine Tanzschule in Plauen, in Sachsen. Ah, Plauen. Das sagt mir wieder was, weil ich komme aus Leipzig ursprünglich. Ach, da schau ab. Ne? Bild. Also. Warum auch immer Amanda jetzt irgendwie diesen Interviewpart bekommen hat. Ich habe ja in meiner frühesten Jugend, mit was? 16, vor 2 Jahren, habe ich eine Ausbildung gemacht in Standard- und lateinamerikanischen Tänzen. Wie ist die Fußarbeit im Chassis im langsamen Walzer? Ah, warte mal. Komm. Warte. Das möchte ich jetzt wissen. Also langsamer Walzer war... Ja, ich will ein Chassis im langsamen Walzer sehen. Ich kann dir Tatata machen. Nein, ich spreche jetzt... 1, 2, 3, Tatata. Ja, das stimmt. Ich habe das lange gemacht und dann bin ich in Magdeburg, ich komme ja aus Magdeburg, war ich im Stadtpark in Magdeburg, sehr, sehr langweilig, und bin von einer Trauerweide gefallen und habe mir den Mittelfuß gebrochen. Und dann konnte ich keinen Standard- und lateinamerikanischen Tanz mehr weitermachen. Das tut mir leid. Aber ich habe es gelernt, ich habe Turniertanz gemacht. Nein. Das ist aber Jahre her, ich bin jetzt 30. 18. Was? Was für Turniertanz hast du gemacht? Was hast du getanzt? Latein oder Standard? Latein war ich, die Profi. Latein, die Profiteuse. Ich kann ja einen Cha-Cha noch. Ja, ich hab's gerade gesehen, dass du es kannst. Ne? Machst du mit? Nein. Na komm, so 3 Schritte. Ich kann ja eigentlich gerade tanzen. Darum geht's ja auch nicht. Erzähl mal, du bist hier, ich habe mir sagen lassen, du hast jetzt im Herbst, wenn ich es richtig verstanden habe, kommt ein neues Programm bei euch mit rein, kann man so sagen, oder eine Art? Nein, wir haben schon vor 20 Jahren einen schwulen Lesbentanzkurs durchgeführt, vor 20 Jahren, und das wollen wir wieder mal machen, jetzt im Herbst, 22. Oktober.
Anmeldungen können noch laufen. Immer. Wunderbar. Einfach bei uns anrufen. Anrufen oder auf dem, habt ihr eine Webseite? Haben wir auch. Das ist ja schön. Wunderbar, oder? Wer hat Lust auf schwul, lesbisches and friends dancing? Wer Begeisterung? Es geht hier um Tanzen, verdammt. Die wollen heute alle nicht tanzen. Aber ich habe heute schon ein paar Tanzen sehen. Ja, irgendwas sonst Besonderes, was du gerne ansprechen möchtest? Nee, frag mich einfach. Lass dich was fragen. Du bist derjenige, der hier interviewt. Ja, es geht doch ja nur Fragen. Das könnte ja sein, dass du irgendeine wichtige Nachricht hast, die du den Hovianer mitteilen möchtest. Nein. Nein? Nein. Dann würde ich sagen... Ach so, dann ist Schluss. Ja, dann beenden wir das Ganze einfach. Ich fällt nichts mehr ein. Ganz ehrlich. Also hallo. Ich überlege gerade. Jetzt ist es gerade so schön auf dem Sofa und jetzt ist Schluss. Okay. Was ist dein Lieblingstanz? Adi, wir machen Schluss. Wir machen Schluss. Nein, Adi, mach Musik an. Wir machen Schluss. Lass lieber noch was? Mann, da komm mal her. Wenn der Tanzlehrer nicht will, bringe ich dir jetzt Cha-Cha-Cha bei. Komm her. Komm mal. Wer tanzt mit mir Cha-Cha-Cha? Du. Du. Pass auf. Eins, zwei, drei, Cha-Cha-Cha. Zwei, drei, Cha-Cha-Cha. Geht in seine Tanzschule zum schwul-lesbischen Tanzverein und komm, komm! Hier unten, hier unten. Er will mit mir Cha-Cha tanzen. Ja, du seid ihr jetzt fertig? Ich habe voll was vergessen. Jetzt kommt nämlich eine Tänzerin. Wir haben jetzt noch ein Show-Act. Das habe ich voll vergessen. Ich war voll verloren in dir und in meinen Blumen. Folgendes. Ihr könnt von der Bühne runter tänzeln. Ja, oh, Applaus, Applaus für den mutigen Tanzlehrer. Also wenn ihr an dem schwul-lesbischen Tanzkurs teilnehmt, hoffe ich, er wird euer Lehrer. Möchtest du noch was sagen oder möchtest du nur hier stehen? Nein, ich möchte den nächsten Show-Act ansagen. Das wollte ich machen. Und warte, dann verabschiede ich mich nochmal und vielen Dank für die Tanzschule Swing. Wie gesagt, anmelden, anrufen, Webseite besuchen. Persönlich, ich würde es machen, wenn ich nicht einen Rhythmus hätte wie einen Ball. Ist leider so.